Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS22. Hier auf unserer französischen Karte, der Name ist schon, naja, sei es drum. Also, folgendes, mir ist irgendwie, war es ein bisschen komisch, ich habe aufgenommen, ich wollte auch so, ich war gerade dabei, die, also in Folge aufzunehmen, das heißt, war gerade bei der zweiten, die jetzt noch nicht hochgeladen ist. Und mit Mal ist dann hier mein Deutz. Ich habe dann gerade versucht, Big Pack aufzufüllen. Also vielmehr Big Pack voll mit Kalk. Wollte ich in den Düngestreuer hauen. Und da ging nichts mehr. Da hat sich irgendwie aufgehangen. Und ich bin auch nicht mehr rausgemacht. Dann, glücklicherweise ist es abgestürzt. Das war echt gesegnet. Denn ich hatte meinen Ton überhaupt nicht an. Der ist irgendwie, keine Ahnung, ausgegangen und ich habe die ganze Zeit ohne Ton ausgenommen. Das heißt, die Folge, die jetzt gerade kommt, die hatte ich eigentlich schon aufgenommen und auch die danach. Und da ist ein bisschen was passiert, aber naja, ich erkläre euch dann gleich, was wir schon gemacht haben. Und zwar habe ich hier schon mal den Anhänger weggebracht mit den Krams. Das zeige ich euch dann im Hof gleich nochmal. Ich wollte jetzt nochmal das Wasser holen. Ich habe das Wasserfass hier noch gekauft. Und der denn jetzt hin? Ich hatte doch aus dem Angebot den gekauft. Ist das jetzt doch weg? Da ich halt lange hin und her überlegt und habe den eigentlich gedacht, ich gekauft, aber anscheinend dann doch nicht. Jedenfalls zum halben Preis ist das echt ein Schnäppchen, ne? Und auch wenn wir jetzt gerade aktuell nicht brauchen, würde ich den auf jeden Fall nehmen. Der braucht allerdings auch 120 PS. Wir brauchen eine kleine. Wie ist denn das da? Gucken wir mal ganz kurz. Mann. Wo? Oh. Ihr habt schon gesehen, oder? Das ist doch bei den Tieren. Da, Tierhaltung, mein Gott. So, und der braucht 90 PS. Naja, mein Gott. Das ist okay. Nehmen wir also mit. Ich muss nur das Kennzeichen noch ändern. Und zwar nehmen wir MI 120. ST für Simotube. Und okay. Kaufen. Dann haben wir den jetzt auch hier. Ich schicke jetzt aber erstmal Inja los. Er sollte noch Wasser mitnehmen. Das Wasserfass. So, sieht man wieder aus. Die Schaltung hier ist so geil. Warte mal. Cool, oder? So. Was wir jetzt noch nicht am Hof haben, ist natürlich auch dementsprechend Wasser. Deswegen, warte mal, wir sind doch hier, da ist der Fluss, aber kommen da nirgends dran, ne? Glaube ich zumindest nicht. Wir können ja mal gucken, ob da irgendwie so eine Senke ist oder so. Dann können wir uns ein bisschen Geld sparen. Ja, und um den Auftrag müssen wir uns noch kümmern. Der Drescher steht dann noch bereit. Aber den wollte ich ja nicht selbst fahren, sonst hätte ich den, den Helfer schon längst gestartet. Problem habe ich noch, mein Force Feedback geht noch nicht. Kann auch dann sein, dass es
an mir liegt oder an meinem PC, dass ich irgendeinen Treiber vergessen habe, denn der PC ist ja noch relativ jungfräulich. So, aber hier ist dann die Brücke. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man da rankommen soll. Das ist zu tief, glaube ich. Können wir mal kurz gucken. Boah, das ist ein bisschen steil, ne? Boah, sieht schön aus. Ich guck nochmal. Pink eine Senke haben. Nee, müssen wir einen Schlauch reinschmeißen. Nee. Okay, dann nicht. Ein schönes Feld hier. Diese ganzen Rumpelgeräusche und so. Ich liebe das. Ich mag dieses Spiel so. Also es ist für mich durch den Sound alleine ist das so gut geworden. Hier machen wir den Hof, machen wir noch platt. Na, muss ich mich drum kümmern, dass das Grün und so hier wegkommt. Und weißt du, was jetzt komisch ist? Dieser Traktor da, der ist gar nicht da. Weil den habe ich zurückgesetzt. Und da kann ich auch durchlaufen. Hier steht ja auch meine. Siehst du, meine Dings steht hier. Da muss ich vielleicht beim Giant Support mal anfragen. Der ist nicht echt. Das ist nur eine Fata Morgana. Das hier nicht. Gut. Ist das nicht für ein Geräusch, was da immer so zu hören ist? Gut, Wasserproblem. Ich hatte einiges noch mit euch besprochen, obwohl ihr gar nicht da wart. Die Schweine, also ich finde das hier eigentlich ein bisschen ärmlich mit den Schweinen. Das machen wir jetzt vorübergehend und dann kommt das weg und dann kommt ein vernünftiger Stall dann dahin. Nachteil ist jetzt hier auch, wir haben weder Gülle noch Mist. Man müsste dann also extra nochmal Gülle oder Mist aufstellen, aber das ist ja schon ein bisschen, also die Dinger sind ja recht groß. Ich meine, es lohnt sich mit dem Mist, wenn wir jetzt daneben jetzt noch den Kuhstall oder so platzieren, dann teilen die sich den, glaube ich. Vermute ich mal. Ne? Wieder nochmal schlau machen. Wir haben noch das Schweinfutter hingestellt. Und ja, wo können wir denn mal das Wasserdings hinmachen? Hier habe ich jetzt noch eine Palettengabel gekauft. Ne? Die Sämaschine hier ist neu. Dann habe ich hier den. Hier haben wir noch ein bisschen. Das ist auch Dünger, ne? Dünger drauf. Ich werde hier mal losmachen. So. Also was ich schade finde, dieser Anhänger ist richtig geil. Nur schade finde ich hier, dass das Gras da jetzt durchguckt. Das ist ein bisschen schade, aber naja. Wir sind ja noch vor der Veröffentlichung. Gut. Dann Wasser. Sonst packe ich es hier auf die Ecke erstmal. Zur Not können wir es ja später nochmal wegnehmen. Weißt du, was wir da so machen? Gehen wir nochmal im Baumenü. Tiere. Einen Hund müssen wir uns auch noch holen. Ich muss jetzt gerade mal suchen, das unter Sinus. Also hier wäre jetzt das Ding für Mist, ne? Eine Erweiterung ist es auch nicht. Hier, es ist unter Containern. 3000 kostet Spaß. Und dann natürlich auch das Wasser, was wir dann da abzapfen. Ne? So, ich drehe den mal. Wegen dem Trigger. So.
Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob da Wasser rauskommt. Dann könnten wir eigentlich auch die Schweine einziehen. Nacht bleibe ich jetzt extra mal drin, damit wir überhaupt mal die ganzen Lichtverhältnisse sehen, wie das so aussieht. Hier schaltet er wild rum. Ja, und da geht's das Konto runter. Gar nicht mal so günstig. Das Problem ist aber auch, ich weiß nicht, selbst wenn jetzt hier ein Mistding stehen würde, dass du, glaube ich, überhaupt nicht einstreuen kannst bei dem kleinen Feld hier. 730, okay. Naja, auf Dauer, ne? Wenn du viele Tiere hast. Was kostet eigentlich so ein Viehwagen? Hier Transport. Der ist ja cool. Was nur für Pferde, okay. Haben wir nur den hier? Okay. Das ist aber schade. Drücke ich mal so aus. Echt, ist das so? Muss ja, ne? Die Haltung ist auch nichts dabei. Nee. Weil, bevor wir unser Ding für 80.000 mieten, dann können wir die auch anliefern lassen. Das ist, glaube ich, genauso teuer oder billiger. So. Schweine können mit Gewinn verkauft werden. Organischen Dünger, ja, nicht so. Okay, 50 Euro pro Schweingebühr. Die Frage ist natürlich auch, können ja so ein bisschen mischen, ne? Nehmen wir mal von den kleinen hier. Es gehen 30 Stück rein, würde ich jetzt aber auch nicht machen. Nehmen wir mal 5. Erstmal so zum Testen, ne? Dann nehmen wir von den großen, nehmen wir mal 2. Dann von den bunten. Von den großen nehme ich auch 2. Nehmen wir 9. Und von den kleinen nehme ich noch ein paar mehr. Nicht so viel, habe ich gesagt. 10 Stück. So. Ja, die schlafen jetzt natürlich schon, ne? Oder gehen gleich schlafen. Und das halt nur die Unterschiede. Sorry, dass ich es gerade nicht gezeigt habe. Gehen wir nochmal kurz rein. Weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt. Das halt vom. Die sind halt günstiger, weil die noch. Also ein Ferkel quasi noch. Ne? Und das sind. Die sind 6 Monate. So, bringen wir erstmal Wasser rein. Jetzt nicht animiert. Boah, schon eine Menge weg gleich. So, dann brauchen wir einen anderen Traktor. Guck dir das an, echt komisch. Ich hoffe, ich muss deswegen jetzt nicht einen neuen Spielstand anfangen.
Gut, das Gang klappt. So. Der hat die Geräusche gemacht. Du bist gleich dran. Jetzt brauchen wir dich erstmal. So, dann kann er ja schon mal was mitnehmen. Wobei ich mich so ein bisschen, na, nicht übers Ohr gehauen, aber hier, guck mal. Bei den Gerätschaften, die wir gebraucht gekauft haben, ne, die sind natürlich auch schon so ein bisschen, haben ein bisschen gelitten. Zum Beispiel. Moment, das war noch. Wo war denn das jetzt? Die Übersicht. Gekaufte Gerätschaften. Ich wollte noch so eine Tabelle. Bin ich jetzt falsch? Hier, genau. Hier zum Beispiel Pöttinger, ne, wir gerade hier dran haben. 37%. Nur noch. Also, oder die ich gleich dran machen wollte. Den sollte man nochmal reparieren gerade. Komm, ich bringe erstmal in die Werkstatt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dann vielleicht eine Auswahlmöglichkeit habe bei den beiden. Sehr geil. Giants, vielen Dank. Das ging ja vorher nicht, dann habe ich mal den Traktor erkannt und so. Und das ist natürlich richtig gut. Kannst sogar neu lackieren, der kostet 1,3. Das will ich jetzt nicht, sondern wir wollen ja nur reparieren. So. Geiler Erfolg. Okay, und nu? Steht der immer noch? Nee, Moment, ich bin falsch. Hier. Alles gut, repariert. Presse muss mir auch noch repariert werden. Dann haben wir drei Geräte. Dann wird es jetzt mal spannend, ob man die vielleicht jetzt auch noch erkennt. Vielleicht mache ich dann meine Felgen sogar mal neu. Weil was ist mit so einer kaputten Kiste dann, ne? Auf dem Hof. So. Also vorher musste man den Dinger ja auch immer abkoppeln und so. Kostenpunkt. Ist auch ein Tausender. Die Lackierung, das machen wir, wenn wir reich sind. Ist da nicht jetzt schon ein Nummernschild? Ja. Mal Standardlicht anmachen. Ich finde so von den Lichtern her und so ist der Traktor echt geil. Also die erste Mod, wenn es die gibt, die ich mir holen werde, ist Auto-Off-Blinker. Wehen jetzt hier gerade vom Wind? Jo. Ich dachte gerade, ich gucke schief. Irgendwo müssen wir doch gleich hier rein. Und weiter.
So, wir brauchen ein bisschen mehr Licht. Die Beleuchtung und sowas machen wir natürlich dann, wenn der Hof soweit ist. Ab. Achso, da liegt noch die Gabel. Ja, das ist gut. Ich wollte es nur runter machen. Da muss ich doch aufklappen. Okay. Und auch hier wieder, ne? Soundcheck. Moment. Ich hoffe, ihr konntet das hören. Ich hab's doch ausgeklappt. Klappen nicht möglich. Ich will auch nicht klappen, ich will's. Ich werde zuerst ausklappen. Denke ich jetzt gerade falsch? Ausklappen heißt doch für mich aufmachen, oder nicht? Hm. Was ich euch auch noch mal kurz zeigen kann. Guck mal. Hier ist unsere Küche. Da geht's nach oben. Wir können leider nicht reingehen ins Haus. Hm. Schlafzimmer. Da müsste auch nochmal eine Lampe hin. Hier ist Büro. Und hier. Achso, Wohnzimmer. Okay. Und hier haben wir noch ein Schlafzimmer. Und hier. Ach, ist das Bad. Und hier haben wir ja noch unsere kleine Werkstatt. Die kennt ihr ja schon, ne? So, da kann man es auch umziehen übrigens. Gut. Jetzt müssen wir aber unbedingt kalken. Und dazu müssen wir jetzt durch den Fake-Traktor fahren und unsere Frontlader wiederholen. Komisch. Und das Gewicht liegt hier auch noch, ne? Der ist noch dran, dass ich das jetzt nicht kriege. Ich schieb mal alles ein bisschen weg. Wenn ich schon in einem Gartenhaus drüber so, müssen wir mal gucken. Falls er nicht verschwinden sollte. Das Gewicht, das ist ein bisschen komisch. Alles ein bisschen komisch. Ich muss das mal alles zurücksetzen. Das geht, glaube ich, so nicht. So. Nein, dich jetzt nicht. Obwohl es Wurst, dann kann man den auch zurücksetzen. So. Hat er gerade gesagt, es geht nicht? Steht er immer noch da. Also er zeigt mir sogar den falschen dann sogar noch an. So kann man nicht weiter ranzoomen. Oh je. Hab ich auch eine Böses.
Also ich kann jetzt nicht mehr reinzoomen. Dann machen wir es mal anders. Wachstum, Bodenbeschaffenheit, Hotspots. Fahrzeug aus. Nee, aus. Ich will jetzt nur Geräte. Wie gesagt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr rein. Doch, da hatte ich doch gerade die Paletten gehabt. Komm schon. Schade. Ich versuche mal mit dem kleinen Traktor das vielleicht umzuschubsen. Oder wie man gerade zurücken. Das sieht doch gut aus. Jetzt müsste man das Gewicht da wegnehmen können. Ah, ist doof, dass das die ganze Zeit klaut, ne? Also ich glaube, das große Gewicht kann ich hier nicht dran machen, oder? Nee. Vielleicht kann ich den hier wenigstens mal wegnehmen. Der Kleine wird das auch hinkriegen. Gut, er ist es nicht beladen. Ne? Aber ich lasse den mal dran, damit ich dann vielleicht mehr Chancen habe, das Ganze dran zu kriegen. Okay, wir sind erstmal durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, ich muss mal gucken. Blöderweise habe ich auch zur Sicherheit noch gespeichert gehabt, weil ich dann, also als abgestürzt ist, weil ich dachte, hey, vielleicht kannst du was retten. Hätte ich das nicht getan, dann würde er da jetzt nicht stehen, ne? Und die Frage ist auch, ob man jetzt ein Gebäude draufstellen kann. Aber, ach komm, wir testen es noch kurz. Jetzt auch egal. Weil ihr es seid. Bauen. Dekoration, sonstiges. Wo ist er denn? Ach, guck mal, jetzt siehst du ihn gar nicht mehr. Doch, da ist er. Ah, er muss schon was Größeres haben. Ich weiß nicht, der steht dann im Gebäude wahrscheinlich drin, ne? Also wenn ihr einen Tipp für mich habt, wie ich den loswerde, dann gerne her damit. Überlappt mit einem anderen Objekt. Es kann sein, dass es vielleicht wegen dem Gewicht, weil das da fehlzieht oder so. Oder weil er hier dran kommt. So wird's gehen. Dann haben wir da für ewig ein Geheimnis. Ich wollte ja eh nochmal... Es schränkt mich natürlich jetzt ein, mit dem Ganzen hier zu bauen, aber bevor das Ding da stehen bleibt, machen wir das dann so. Das ist die Bäckerei. Molkerei. Ach guck, die macht dann sogar Käse. Und sie wäre jetzt ein bisschen groß eigentlich. Was haben wir denn noch Schönes? Also die Schreinerei, Molkerei, Spinnerei. Spinnerei finde ich auch cool. Oh, irgendwie so. YouTube. Macht's gut. Schönen Resttag.